Du bist kräftig gefallen. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Zu Hause? Natürlich, du Quatschkopf. Du wolltest doch nach Hause, oder? Ja, ich wollte... Na also, sei jetzt still. Als du in den Kamin gefallen bist, hast du dir den Kopf angeschlagen. Und jetzt bist du ein bisschen verwirrt. Mein Kopf tut weh. Ich erinnere mich an... Genau, Junge. Du hast deinen Kopf am Kamin gestoßen. Jetzt denk nicht mehr dran. Ich passe auf dich auf. Kamin? Nein. Ich habe mir... Nein. Ich hatte einen Autounfall. Natürlich nicht, Junge. Du bist nur gegen... Ja, mein Auto. Ich bin gefahren und die Bremsen... Aber Max, wir haben so lange auf dich gewartet. Geh jetzt nicht. Wir? Wer? Ich und die kleine Sarah natürlich. Wer denn sonst um Kopf? Aber das kann nicht... Sarah ist tot. Sarah! Max ist hier. Max, du bist da. Du bist da. Hab dich so vermisst. Du lebst? Oh, mein Gott, Sarah, du bist... Nein! Du bist tot! Ungezogene Junge! Sie sind wirklich zäh. Ihr Arzt meinte, Sie hätten in dem Autowrack sterben müssen. Ich wünschte, die Sache wäre anders gelaufen, Max. Aber so ist es nun mal. Sie lassen mir keine Wahl, alter Freund. Haben Sie ernsthaft geglaubt, ich schaue mir es ruhig an, wenn Sie Ihre Ergebnisse veröffentlichen? Nein, dafür habe ich zu hart gearbeitet. Das ist wohl der Abschied, Max. Tut mir leid, dass es so enden muss. Auf Wiedersehen. Ja. Clowns. Quetzalcoatl, der ein ganzes Dorf tötet? Morgan, der versucht, mich umzubringen? Jetzt kapier ich's. Nichts davon ist Wirklichkeit. Naja, wie man sieht. Können wir eigentlich hier nochmal rein? Schätze, es ist wahr. Du kannst nicht mehr heimgehen. Okay. So, wir haben jetzt lustige Sachen im Inventar. Sarahs Puppe, ein Grimwald-Comic, eine Aztekenstatue. Dann können wir uns... Wo bin ich denn jetzt? Ich muss mir meine wirkliche Identität bewahren. Ich bin Max. Ja, wir können uns damit verwandeln. Ein gigantischer Clownskopf. Ist der hässlich. Hier steht Jetta Driscoll. Was will dieses kopflose Ding von mir? Sarahs Puppe. Bin ich bescheuert. Ja, beim letzten Mal habe ich da was. Naja, egal. Okay. Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Ach ja, richtig. Diese Kürbisse sehen aus, als ob sie leuchten. Warum nur? Ja. Ich muss jetzt die richtige Reihenfolge drücken, die ich wahrscheinlich schon wieder total vergessen habe. Oh, sieht gut aus, jetzt weiß ich's. Den noch und dann den rechts unten. Ja, warten wir noch ein bisschen. Yay! Mein Gott, das müssen irgendwelche Illusionen gewesen sein. So wie alles andere auch. Ja, aber da ist ein Kopf. Ein menschlicher Schädel. Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiges Auge. Ja, das denke ich auch. Ja. Sieht aus wie ein riesiges Auge. Das ist noch eins. Nein, das gucke ich mir jetzt nicht an. Wenn er wieder nur dasselbe sagt. So, Jeddah, mein Freund. Ich hinder was für dich. Ein
Eine steinerne Gruft. Die kam aus dem Boden. Okay. Deckel aus Zement. Sieht schwer aus. Wenn schwer aussieht, nehmen wir doch den starken. Der Kopf der Engelsstatue. Ah, ja. Nehmen. Jeddas Körper. Ohne Kopf. Kein Wunder, dass er so unruhig war. Ja, klar. Ich meine, ich so als Toter bin auch immer... Eine Brücke aus Dornen. Ja. Oh. Du musst ja nicht gleich so... Der Kopf der Engelsstatue. Ja, ist ja okay. Statue. Oh, danke. Und weiter geht's. Wir spielen jetzt so quasi Mini-Zusammenfassungen, glaube ich, von jedem Kapitel, so wie ich das sehe. Ein Azteken. Ach, Quatsch. Ich wollte doch Grimwald sein, weil... Das muss eine Art Kräftemesser sein. Einfach zuschlagen und die Glocke läuten lassen. Ja, müssen wir natürlich mit dem Stärksten. Bam! Jetzt hab ich's. Ja, und das gleiche Spielchen machen wir hier jetzt auch an Musik. Warum leuchten die Zähne in verschiedenen Farben? Ach ja, und der mag die Hände ja da nicht rein, weil Feuer. Machen wir das mit dem hier. Dann war es der ganz hinten oder der fast ganz hinten? Okay, dann der... Ne, das ist der. Dann der hier, glaube ich. Ja, und dann der andere und... Vorsicht! Die Clownsnase ist rausgekommen. An der Stelle ist jetzt ein kleines Loch. Ein gigantischer... Ja, ich möchte noch wissen, wie ich da hochkommen soll zu dem Rohr, wo ein bisschen Dampf... Sarah. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Ja, ich weiß. Jetzt können wir durchs Ohr wieder raus. Der linke Flügel der Engelsstatue. Entnehmen. Ja, und wieder zurück. Dann wäre ich gerne wieder Grimwald, weil der bewegt sich etwas flotter. So kommt es mir zumindest vor. Eine Brücke aus Dornen. Nein, da will ich doch gar nicht lang. Ich hab doch hier runter und so, ne? Max, mein Freund, ja. Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Ja. Der Link... Das funktioniert nicht. Nicht? Okay, dann brauchen wir vielleicht erst den Torso. Nein, das bringt uns nichts. Dahin zu gehen, das weiß ich noch. Hm. Kräftige Gitter. Ja, da kämen wir vielleicht mal durch, der linke wenn wir... Von Grimwald kommt. Nein, Sarahs Puppe brauchen wir, weil das... Die Brücke ist nicht so stabil. Ein Steinkopf. Scheint auf die Statue Energie zu übertragen. Ja. Ein Grim... Ich könnte das Ding bewegen, aber die andere Statue ist im Weg. Diese Bodenplatten sehen beweglich aus. Das kann ich nicht tun. Ach so, nicht... Warum nicht? Das kann ich. Ein Grimmastik? Kannst du das vielleicht? Ah, jetzt. Ja, ich hab... Die. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die treten, drücken und sonst was soll. Aha. Okay, wenn ich den jetzt drücke, setzt sich alles zurück. Dachte ich mir. Okay, dann den und dann versuchen wir es mit dem. Wir brute-forcen uns den Weg durch. Ganz einfach. Ach, das ist doch Dreck hier. Nein, ich meinte auch nicht diese... So, und dann so. Okay, haben wir das schon mal. Nein. Okay, die. Und die. Versuchen wir mal die. Aha, dann versuchen wir die. War ja klar. Wenn ich eine 50%ige Chance habe, wähle ich immer das Falsche. Das ist grundsätzlich so. Aber jetzt haben wir es ja. Und Britzel! So. Grimwald, du kannst diesen Kopf bewegen. Haha. Ein Monolith aus Kristall. Ach, leck mich. Da ist etwas drin. Ein Monolith. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Geist. Sarah, der Kleinarzt. Kannst du dich mit denen unterhalten? Nö. Dann gehen wir mal zum Toten.
Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Aha. Machen wir die mal alle an. Wie auch immer. Und dann. Ein Teil der Engelsstatue war in dem Kristall eingeschlossen. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Also entweder habe ich jetzt zufällig genau die richtige Reihenfolge genommen, oder das war wirklich sehr einfach. Also man musste einfach nur alle anklickern. So. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch der Kopf. Ja, bitte da lang, danke. Und den zu kriegen wird ein bisschen schwieriger. Eine Brücke aus organischem Material. Will ich nicht wissen. Ich wollte mich verwandeln in... Genau. Der ist stärker. Denn... Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Ja, ich habe aber nichts zum Schneiden. Komisches Gerät. Es hat 4 Kontrollregler. Gibt's hier sonst noch irgendwas aus? Große Maden. Also nichts Interessantes. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Das Problem ist, ich habe immer ein noch nichts am Boden. Ja. Unten drunter ist ein Tunnel. Ja, ist ja gut. Ich habe immer noch nichts zum Zerschnippeln. Sarahs Puppe. So. Und. Hüpfeli. Und dann sind ja wieder Dornen. Das finde ich im Übrigen mal ziemlich cool mit den Verwandlungen. Also das ist sehr interessant. Aber das bringt uns alles nichts. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Komische Hütte. Sieht aus wie die Bauwerke, aus denen der Insektenstaat bestand. Komisch. Viel weiterlaufen kann ich hier auch nicht. Das ist irgendwie leicht doof. Und jetzt? Weiß nicht. Vielleicht ist er scharfkantig. War ein Versuch. Kopf der dumm. Das kann ich nicht. Ein Grimwald. Ich muss das Kabel. Nein, das funktioniert auch nicht. Ich muss das. Nein, funktioniert also auch nicht. War eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Also ich brauche irgendwas zum Schnipseln, aber ich weiß nicht, was und wo ich es herkriegen soll. Das ist so mein leichtes Problem. So. Ein Aztek. Der Rest war ja noch relativ simpel bisher, aber das ist so, ja. Vielleicht. Ja. Nein, es muss einfach. Ein Aztek. Ja, wenn wir groß sind, vielleicht kommen wir dann da dran. Der Linke. Das wird auf keinen Fall. Na, dann halt nicht. Nee, dann weiß ich es jetzt wirklich nicht. Hier ist ja auch sonst kein Hotspot oder so. Ein bemaltes Glasfenster. Der Rest war so einfach zu finden bisher. Aus einem Loch im Rohr kommt Dampf. Ja, geh doch da drüber, Mensch. Ein Vogelhaus. Okay. Aus einem... Ja. Das ist jetzt leicht blöd. Kann ich dem nicht einen Zahn aus der... Fresse brechen oder sowas. Ja, offensichtlich ja nicht. Ja. Das hat noch nicht gelangt.
Schon klar, aber... Ja, nein. Ich wüsste doch nicht, was mir das jetzt nochmal bringen sollte. Jetzt hab ich's. Nichts, okay.